Der King Arthur von Henry Purcell ist für den Zürcher Bachor etwas ganz Spezielles. Der Zürcher Bachor hat in den letzten Jahrzehnten die bedeutendsten Oratorien der Musikgeschichte aufgeführt. Und jetzt gehen wir in ein ganz neues Gebiet. Wir führen zum ersten Mal eine Semi-Opera auf. Und zwar Henry Purcell, King Arthur, ist nicht irgendwie eine Oper, eine richtige Barockoper mit ganz vielen schönen Musik. Ein Musical, eigentlich das erste Musical der Musikgeschichte überhaupt. Wir sind in diesem Chor etwa 80 Leute, drei Generationen. Und das Erstaunliche ist, die Musik die verbindet uns alle miteinander. Und das macht einfach Spass. Wir haben Musik und Text auswendig gelernt. Wir stehen also auf der Bühne ohne Noten in den Fingern. Wir haben nicht einmal einen Spiegel. Wir singen, wie man auf Holländisch sagt, aus uns Haupt. Ou en français, par cœur. Gleich lockt der wilde Grimwald als Schäfer verkleidet die Briten in die Sümpfe. Come this way. Und Philidel beschwört, oh no, hither this way. Ich singe bei Andreas, unserem Dirigent, schon seit ich kleiner Bub bin. Was mich an ihm so fasziniert, ist, dass er uns immer super motivieren kann. Voll konzentriert und fokussiert. Mit einer mega Begeisterung. Das steckt eben mega an. Der Chor singt das mal nicht nur, sondern der Chor spielt auch. Es gibt Requisiten, es gibt Bewegung, der Chor läuft um. Ich habe mir erlaubt, die Fassung ein bisschen einzudampfen auf verträgliche Portionen und ein bisschen der heutigen Zeit anzupassen. Viele Pointen reingebacken, dass wir viel Spaß dran haben. Und das überträgt sich auch aufs Publikum. Taking part in this project, King Arthur, is definitely challenging. The music's a lot harder than you'd expect, but it's a lot of fun to sing.